Das klassische Symptom von Blasenkrebs ist die Makrohämaturie. Was ist die Makrohämaturie? Blutiger Urin. Das führt den Patienten meist direkt zum Urologen. Der Urologe führt daraufhin eine Blasenspiegelung durch und kann mit hoher Sicherheit einen Tumor nachweisen. Daraufhin wird der Patient in eine Klinik verwiesen, wo in der Regel dann eine sogenannte TUR-Blase, also eine transurethrale Resektion der Harnblase vorgenommen wird und der Tumor vollständig resiziert wird. Anhand des pathologischen Befundes, also der mikroskopischen Untersuchung der resizierten, also der entfernten Blasenbestandteile, können wir dann die Bösartigkeit feststellen, woraufhin dann alle weitere Therapie durchgeführt wird. In der Regel handelt es sich bei den Blasentumoren bei ungefähr 85-90% der Patienten um oberflächliche Blasentumoren. Das heißt, das sind solche Blasentumoren, die mit Einspritzungstherapien in der Blase, sogenannte Instillationstherapien, behandelt werden können und regelmäßigen Blasenspiegelungen kontrolliert werden. Aber in einem gewissen Prozentsatz, zwischen 15-25% der Patienten, liegen auch tiefer gehende oder aggressivere Tumore vor, die bereits die komplette Harnblase infiltrieren. Wir sprechen dann von sogenannten muskelinvasiven Harnblasentumoren. Diese Tumoren können wir dann nicht weiter mit diesen Resektionen, wie ich eingangs erwähnt habe, behandeln, sondern diese werden dann entweder oder medikamentös mit Chemotherapie vorbehandelt, man nennt das Neoadjuvant, und danach einer sogenannten Zystektomie, einer vollständigen Harnblasenentfernung, einer operativen Harnblasenentfernung zugeführt. Bei der Blasenentfernung mittels Zystektomie gibt es verschiedene Optionen. Wir können einerseits sogenannte nasse Harnableitungen machen, das heißt, der Patient hat hinterher eine Urinableitung über die Haut, oder wir konstruieren aus Darmanteilen eine Neoblase, das heißt, es wird eine neue Blase geformt, die Harnleiter, die den Urin aus den beiden Nieren in die normale Blase transportieren, werden in diese Neoblase implantiert und diese Neoblase wird danach an die Harnröhre angepflanzt, sodass der Patient nach der Operation wieder normal über den normalen Weg harn lassen kann. Diese Operationsmethode ist natürlich die eleganteste, ist aber nicht unbedingt für jeden Patienten die geeignetste. Das hängt an verschiedenen Faktoren. Das hängt A an Patientenfaktoren, sprich, ist der Patient kontinent oder nicht kontinent? Wie groß ist der Tumor? Wächst der Tumor in die Harnröhre ein? Lässt sich der Tumor vollständig resizieren? Das sind alles Faktoren, die wir bedenken müssen. Selbstverständlich ist diese Neoblase, müssen Patienten, die eine Neoblase erhalten haben, auch weiterhin in die Nachkontrolluntersuchung gehen, weil auch nach der vollständigen Tumorentfernung das Risiko eines Harnblasentumor-Rezidivs, sprich einer Bildung von Metastasen, nicht innerhalb der Neoblase, sondern in Lymphknoten um die Harnblase herum besteht.